Na dann, wollen wir mal gucken, dass wir heute nicht pleite gehen. Das wäre schon mal wichtig. Gut. Ausgezeichnet. Davon sollten wir erstmal noch ein paar mehr machen, sobald wir wieder genug Stahlträger haben. Die kommen ja. Ja, das läuft. Was machen wir jetzt als erstes? Das ist die Frage. Kekse? Kann Kekse nicht eintauschen? Nein, können wir nicht. Der Druck Können die presst. Kekse nicht Die eintauschen. Menschen lassen sie Das ist ja auch so hochleben. das Problem. Hafentechnisch würde ich da ganz gerne noch ein bisschen was tun. Zumindest die Sache ein klein wenig vergrößern. Mindestens ein bisschen. Abdrehen beginnen. Können wir noch nicht viel machen, aber hier ist erstmal, hier bin ich erstmal zufrieden. Das soll so. Das ist schon okay so. Ja, ob ich das Ding nur in die Mitte stelle oder die Katze hat ein Gewehr, das ist eigentlich egal, wo das. Hauptsache, das kommt alles mit den Kanonentürmen und Co. hin. Noch läuft hier was, aber ich weiß nicht mehr wie lange. Irgendwo ist hier ein Sternchen. Wo ist denn das Sternchen? Nein, da ist das Ding. Aber da passiert doch nichts. Da war ich doch schon letztens drauf, da war doch nix. Ich traue Ihnen trotzdem nicht über den Weg. Ja, brauchst du nicht. War einer handeln oder was? Bereit für neue Befehle. Gibt's hier was Schönes? Sieht nicht so aus. Ja, unseren blauen Himmel haben wir schon öfter. Das geht uns eigentlich alles recht gut. Wir hätten den Kollegen noch mitnehmen sollen, ne? Mit 10% irgendwie tralala. Jetzt kann er nochmal 10% weniger Unterhaltskosten. Den sollten wir noch einsacken. Den nehmen wir auch noch mit. Gehen wir den nochmal doppelt? Zweimal wäre nicht schlecht. Danke. Weniger Brandgefahr und 10% weniger Unterhaltskosten. Das war erstmal schon, falls wir in Nöten kommen mit Geld. Das kann durchaus passieren. Gott, oh 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 Gott. Ja, eigentlich müssen wir das hier alles nochmal neu ordnen. Aber jetzt damit anfangen. Tja. Gibt's noch was ich für euch tun kann? Ja, die Hochhälder, nö. Das Kommando machen wir schon mal gar nicht. Wir könnten über eine Citrus-Truppe nachdenken. Dann würde ich aber ganz gerne noch die anderen Items dafür holen, die wir hier kriegen können. Weil den Bäumemacher für Citrus haben wir noch nicht, ne? Den haben wir nicht. Den haben wir nicht. Wir haben Fertigungsstellen geholt. Und das war's dann auch. Oder wir stellen so ein, dann können wir es einfacher sehen. Ja, wir brauchen nämlich die ganzen. Ach nee, die gibt es ja in der neuen Welt. Vergiss es, vergiss es, vergiss es. Komm zurück, komm zurück. Nehmen wir von hier aus noch was mit? Brauchen wir noch was? Hier gibt es ja Kartoffeln, guck. In den Warenkorb. Und bring es zurück. Das läuft gut. Reicht das schon für das Speicherstadt-Hauptgebäude? Können wir vielleicht auch noch eine Ihre Stadt Anlegestelle ist bauen? attraktiver geworden. Wo ist denn hier die Anlegestelle? Da ist die Anlegestelle. Brauchen wir noch eine Anlegestelle? Wie viel haben wir noch? Na, Mensch, 20 haben wir noch. Stahlträger, die werden jetzt noch in Lager umgemünzt. Dann ist aber auch gut. So, fertig. Was für eine Speicherstadt. Genial gebaut. Einfach wunderschöner Überblick. Ja, da kann man neidisch werden. Ich weiß. Oh Gott. Ja. Neue Befehle? Du bringst die Sachen erstmal hierher. Dann können wir das bei Gelegenheit austauschen. Steht drüben denn noch ein Schiff? Würdest du bitte anzeigen? Danke. Abdrehen beginnen! Hier steht tatsächlich noch ein Schiffchen. Kann ich hier noch langfahren oder haben wir noch Krieg? Ich gucke lieber nochmal nach. Nahezu unmöglich. Eingeschränkt. Unmöglich.
Nahezu unmöglich. Na? Willst du mich zum Narren halten? Naja, nahezu unmöglich ist nahe daran, dass es nicht klappt. Leicht erhöht, leicht erhöht. Na komm. Woher haben Sie dieses... Nee, es hat mal funktioniert. Was mit dir? Wenn Sie fertig sind, geh... Vorsicht ist... Bei dir nicht so. Naja, gut. Ich sollte immer noch ein bisschen warten, aber ich will nicht. Was ist denn los? Was willst du denn von mir? Ich weiß, dass wir die Baumschulen haben. Wir stehen hier irgendwo. Irgendwo können wir die hier... Zitrowolken hat so viel. Da brauchen wir noch so viele dafür. Das ist ja... Also wissen Sie, das ist ganz schön viel Arbeit. Also müssen wir das doch als erstes machen. Ja. Wenn wir die Mitte halten wollen, müssen wir das Ganze jetzt eins rüberstellen, ob wir wollen oder nicht. Die Mitte kann ja erstmal so bleiben. Ist ja kein Problem. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Problem ist jetzt natürlich, wie mache ich's? Das ist das allergrößte Problem. Ich meine, wir könnten den 2 nach, aber das würde keinen Unterschied machen. Weil hier würde er jetzt lang gehen. Ich würde jetzt hier ganz gerne die Straße haben. Und dann würde ich das Ganze jetzt einmal rüberziehen. Warum mache ich das? Weil dieser Streifen schon seit Anfang des Spiels da ist und wir den einfach weggelassen haben. Der fällt uns jetzt im Nachhinein natürlich auf die Füße. Aber ist nicht so schlimm. Es kostet nur ein bisschen Zeit. Dabei gucken wir natürlich, dass wir vielleicht noch irgendwie das noch besser hinbekommen. Vor allen Dingen hier außen. Weil das ist gar nicht so wenig Platz, was da jetzt noch mit rumkommt. Ja, weil ja fast 20 Felder oder so, damit kann man schon ein bisschen was anfangen. Da sind nochmal 3, 4, 5, 6, 7 Häuser mehr, je nachdem, wie wir uns das jetzt hier gedacht haben. Denn alleine hier macht das schon einen großen Unterschied, ob ich hier einen mehr habe oder nicht. Jetzt müssen wir das Ganze nur irgendwie dann effizient nutzen. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. So, leider können wir hiermit noch nichts anfangen. Das ist natürlich schade. Deswegen ziehen wir jetzt erstmal die Abteilung nur komplett rüber. Theoretisch dann schon mal eine Abteilung aufsteigen lassen. Die Frage ist nur, wie viel. Ja, ich kann ja schon... Wir haben es ja gleich geschafft. Meine Frau sagt, Sie lügen. Das war nicht wahr. Manu. Zack, zack, zack. Zack. Schaffen wir es auch ohne Straße? Ja. So, ja. Links haben wir eigentlich die Kante jetzt weg. Jetzt kann man nach oben hin und nach unten hin nochmal überlegen, ob man hier nochmal was anders stellt. Kannst du einen weiter nach oben? Ja, das ist schon mal entscheidend. Weil dadurch schiebt sich der nochmal ein Stück nach oben. Und liegt auf der gleichen Ebene wie die. Das bedeutet, wir könnten theoretisch das Ganze weiter nach außen, rechts, links packen. Aber das brauchen wir, damit wir wieder hier auf einer Linie sind. Weiß ich aber immer noch nicht, wie ich das jetzt regle. Ich meine, wir haben ein Haus mehr bekommen, das ist ja schon mal ganz toll. Aber hilft erstmal nicht großartig viel. Apropos, werden eigentlich wieder die Fahrstühle gebaut? Ne, die brauchen wir jetzt. Kann die Maschine. Tja, haben wir dann noch genug Kunstschneidereien? Ich glaube nicht.
Ich glaube, das ist so das, was uns gerade auf die Füße fällt. Kann das sein? Ja. Nee, davon haben wir noch ein bisschen. Wie sieht's mit Sachen mit Stahl aus? Stahl hätten wir auch nochmal gucken können, aber ich rufe es halt gerne nochmal öfter auf. Ja, wo stellen wir das denn Ding hin? Na toll, wir haben eigentlich gar keinen Platz, um hier irgendwo irgendwas noch irgendwie aufzustellen. Geht das nicht schneller? 7 Minuten. Es ist kein Platz mehr da, ich weiß nicht wohin. Wenn ich jetzt nicht gerade ein Haus abreiße, dann kommen wir nicht voran. Die Bäckereien, die machen einen guten Job. Die brauchen wir jetzt ja eigentlich gar nicht mehr so viel. Wenn ich da welche rausnehme. Aber die Steine sind toll und die mag ich nicht tauschen. Die sind echt gut. Ja, was soll's. Einer muss dran glauben. Ich könnte wetten, du steckst mit dem Königshaus unter einer Decke. Na toll. Stören Sie sich nicht an den Dampfwolken. Warte mal, wenn ich den ein Stück näher daran stelle, dann passt auch der hier auch noch hin. Da wird auf der Straße ein bisschen komisch, aber so vom Prinzip her steht das auch erstmal ganz gut. Ja, ich wollte das mit dir hier wieder, aber du willst ja nicht. Können wir noch eine Aufgabe machen? Nahezu sicher beleidigen. Na? Ich brauch dich nicht. Ja, war ja klar. Gut. Ja, da drüben auf der anderen liegenden Seite, aber das alles zusammenklatschen können wir nicht machen, weil wir momentan da noch das Problemchen haben. Das heißt, so wie es jetzt gerade steht, können wir es nicht ändern. Oh Mann. Was ich aber vorhab, ist den weiter nach da zu stellen. Das habe ich euch noch nicht verraten. Das soll eine Überraschung werden. Der soll mindestens hier noch rüber. Damit nutzen wir noch mehr Fläche. Ich überlege eigentlich noch, ob wir noch weiter rüber bekommen. Aber hier wäre so das Optimum. Da würden wir unten 6 nochmal mitbekommen. Und würden mehr Gewinn machen, als wir Verlust haben. Der Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Ja, dazu muss aber diese Ecke hier jetzt auch noch umgestellt werden. Alles muss dementsprechend angepasst werden. Ja, wenn ich den jetzt hier, dann hätten wir noch einen wunderschönen Achterblock da. Richtig? Können wir auf ein Haus verzichten? Ich hoffe ja. Weil der würde jetzt exakt dort passen. Ja, ihr müsst euch immer noch vorstellen, der würde jetzt hier stehen. Könnte noch einen mehr, muss aber nicht. Wie ist das da oben mit der Straße? Kommt das noch hin? Das ist ja manchmal genital. Jetzt ist wieder Platz für das Haus. Na, das ist doch super. Ah, wunderschön. Passt gerade so. 1 Millimeter weiter rechts oder links und die Sache wäre hier abgeblasen worden. Und wie kriege ich jetzt diese Doppelstraße hier raus? Gute Frage. Die Menschen lassen sie hochleben. Da weiß ich nichts drauf. So, was können wir denn eigentlich noch hier so kaufen in dem ganzen Club? Ich meine, eigentlich ist unser Geld vergeben, ne? Für die Autos und Co. 1600 sollen da weggehen. Das ist ganz schön teuer. Fahrstühle können wir nicht holen. Baumwolle sollten wir noch 1500 kaufen. Ja, wir können mal dran arbeiten. Wie sieht's aus? Ja, mach mal. Dann hätten wir das auch freigeschalten. Bei Gelegenheit. Schlag es aus, wenn du dich auch nach dem Tod siehst. Nein, ich will ja mit dir Freund sein. Ich will auch mit dir handeln. Die Insel eines Konkurrenten hat einen Sei doch mal nicht Stand so. Gehalten. Die Dingsverträge greifen gleich aus. Apropos, wie läuft's hier? Na, das sieht doch erstmal noch ganz akzeptabel aus. Ja, ich bin so ein bisschen ratlos. Nur so ein bisschen.
können jetzt erstmal. Ja, das wollten wir doch erstmal so handhaben. Auf dem Rückweg vom Brunch habe ich diese Notiz gefunden. Ja, das ist ja ganz, toll. Wie viel brauchen wir noch? Da mag jemand Kristallkugeln. Ja, das ist ja jetzt ganz toll. Du bringst mich hier gerade durcheinander. 7 der Stufe 2 haben wir erst. Wenn ich die so hinstelle und die so zusammentue, sparen wir 1, 2, 3. Es könnte klappen. Ich muss mal gucken, ob das jetzt, ob ich jetzt richtig gerechnet habe, ob der wirklich richtig steht. Seht ihr, wenn das Licht angeht. Wenn ich die stattdessen jetzt querlege. Eigentlich sind hier genug frei. Dann müssen wir bei denen auf der Mitte nehmen. Das wäre dann ziemlich kurios. Und vor allen Dingen müssen wir das dann oben hin anders hinbauen. Das würde klappen. Das würde funktionieren. Wir müssen dann nur... Warum stelle ich jetzt alles wieder hin? Weil ich erst oben die Richtung dafür haben muss. Sonst klappt das nicht. Dann legen wir die nämlich seitlich rüber und kriegen noch ein Haus mehr. Aber nur, wenn wir hier genug Platz haben. Und da fehlt uns exakt einer. Um das Ganze zu vergrößern. Kein Platz mehr frei. Versteckt die Flaschen. Ja, wir müssten dann theoretisch mal was auslagern. Und hier noch ein bisschen was vergrößern bei Gelegenheit. Ich würde... Was soll das sich lohnen, hier noch ein Rathaus hinzusetzen? Eigentlich nicht. Da können wir alles mit Bauernhäusern zupflastern. Wo ist mein gutes Schiff? Kommen Sie und bringen Sie Stein. Einmal Stahlträger kriegst du noch, aber mehr kannst du nicht kriegen. Mehr haben wir nicht da. Hier mehr Holz als alles andere. So. Und du fahr mal runter und kauf da die Stahlträger ein. Ich habe einfach keinen Platz mehr, um hier noch irgendwas zu bauen. Wir sind ja hier immer stets bemüht. Ja, die Stahlträger gehen uns aus. Wir können ein bisschen das Tempo erhöhen. Wenn wir die so rübergesetzt kriegen... ja, ist ja richtig. Ist ja gut. Wenn die so rübergesetzt kriegen und einen höher, kriegen wir hier zwei Vierer, zwei Fünfer Reihen hin. Das ist super. Wir müssen das Ganze nur um eins erhöhen. Das heißt, der muss irgendwo... Es muss einen höher. Das würde, bis hier würde das gut gehen. Ohne großartige Probleme. Weil wegen der Schiene und so kriegen wir den höher. Kein Problem. Da machen alle mit. Gut, bis auf die zwei so ein bisschen, aber darum geht's ja nicht. Warte mal. Ich kann das schon mal umändern. Haben wir denn genug Stahl? Ich fange hier schon wieder Sachen an, die sehr, sehr teuer sind. Warte. Ich muss auch noch weg, sonst meckert er wieder. Können wir das hier gerade haben? Danke. So, jetzt bin ich zufrieden. Na, danke. Danke, danke, danke. So, jetzt könnten wir theoretisch alles höher stellen. Höher stellen, höher stellen, höher stellen, höher stellen. Jetzt müsstest nur noch du einen höher. Und das wird mit dem Lächeln kaum zu machen sein. Ja, da fallen drei Häuser weg. Dafür stehst du hier. Bei dir können wir nichts machen. Jedenfalls noch nicht. Aber wenn ich das jetzt so ändere... Kriege ich den genau da rein?
mach das. So. Und jetzt kriege ich doch die drei da drüben. Jetzt kriege ich euch doch genau einen höher. Kriege ich euch noch einen höher? Ich kann gerade nicht gucken. Einer geht. Das ist kein Problem. Damit haben wir die Straße, die wir wollten. Bis da sind wir schon mal gekommen. Das lassen wir jetzt erstmal alles kurz so stehen, weil ich erstmal kurz einkaufen gehen muss. So. Es sind noch ein paar Stahlträger, aber die nehmen wir mit. Gibt es hier noch irgendwas Schönes? Alle Manufakturen. Brauchen wir vielleicht noch. Dicke epische Platte, brauchen wir vielleicht noch. Mehr gibt's nicht. Gut, nehmen wir mit, ab nach Hause. Das sind 70 Stahlträger. Die wollen wir schon haben. Natürlich finden es wieder Arbeitskräfte, wie immer. Den müssen wir auch nochmal verbessern bei Gelegenheit. Machen wir jetzt, dann haben wir keinen Stahlträger mehr. Mehr Druck im Kessel. Gute Taktik. Mal sehen, ob wir die Stahlträger hier brauchen. Ich bin mir noch nicht sicher, aber wir bauen das jetzt hier ein bisschen aus. Jedenfalls noch so, dass ich damit was anfangen kann. Wenn wir das jetzt hier, den könnte man da hinsetzen, dann passt das aber wieder nicht. Es ist wieder zum Mäusemelken. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, da muss außen eine Linie wegbleiben. Ich hätte ganz gerne hier noch ein Haus gehabt. Wo wir die nach außen setzen, dann könnten wir nochmal über das Häuschen reden. Ja, man muss einfach mal ein bisschen drüber nachdenken, was man tut. Aber anscheinend manchmal, naja. Gut, da haben wir noch 5 frei. Das ist, naja, nicht ganz so gut. Zumindest stehen hier überall die Arbeiter. Ich kann Danke man nicht für die Liebenswürdigkeit. Keine wird hier nicht mehr geliefert, oder wie ist das hier? Hier fährt doch jemand. Reicht der nicht? Sollen wir das Ganze nochmal erhöhen? Ja, so ein bisschen. Es reicht nicht, sagt er. Es reicht nicht. Der hat Verlangsamung drin und Dingsgeschwindigkeit. Das ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Wir können auch einfach 2 Schiffe auf die Route schicken. Und gucken, wer schneller ist. Sie, kommen Sie. Halt! Bleiben Sie stehen. Was haben wir denn hier? Na, guck mal. Der Zufall bringt uns Weizen. Wollte ich gerade sagen. Seife. Und so ein Handbohrer, den keiner braucht. Aber wir haben ihn schon mal da. Warum hat der Lustige eigentlich gar keine Turbine? Ich würde ja den gerne austauschen und den dafür reintun. Dann haben wir die Komplett-Kombo. Der kommt jetzt damit drauf. Und du machst kurz Feierabend. So, wo ist jetzt der gerade frei hat? Kommen Sie mal kurz her. Dann hatte ich voll. Du hast 5 Sachen. Eine Sache könnten wir noch mitnehmen. Interessant. Wo ist das Schiff? Das muss er sein. Nein, das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Was ist denn hier los? Wo ist das Schiff? Kann auch nicht weggehen. Mehr Druck im Kessel. Hier ist die ganze Eisenerzpumpe. So, komm mal kurz her. Kannst du das eigentlich auf drauf behalten. So, geht jetzt nur darum. Herrgott, ich will das hier schön verteilt haben. Ist das denn so schwer? Halt. So. Ich habe überlegt, ob ich es noch auslade, aber ich glaube, das geht auch so, oder? 6 Sachen hat er doch drin. Lädt er nicht ein? Was hat er denn nicht? Bier. Bier ist knapp. Das gibt's ja gar nicht. Ja, Mai, was ist dies? Das wird hier kein lustiges Oktoberfest. Das muss ich jetzt immer noch so sagen. Wir haben nicht genug Bier. Aber woher... Also, wie wollen wir das denn jetzt hier noch machen? Was haben wir denn hier noch? Talg für die Metzger. Ja, das ist ja ganz toll. Das hilft uns nicht.
Sekt läuft super. Gar keine Frage. Die Bierproduktion, die könnte man woanders hinlegen. Aber dann müssten wir das, dann bräuchten wir das Getreide, wenn ich mehr herschleppen. Getreide will ich ja schon. Wir könnten über die Wolle nachdenken. Dann ist die Wolle weg. Nee, die Wolle können wir auch nicht machen. Dann müssen wir die Schneidereien mitnehmen. Tada! Was können wir noch irgendwo anders hinlegen? Nix. Gut. Ist alles darauf ausgelegt, dass es hier produziert wird. Ich meine, wir können darauf verzichten, aber... Wir können dann Sachen auch hier einkaufen. Müssen wir auch noch was hin und her tauschen. Und ich bin leider zu faul dafür. Ja, es ist, man sagt so ungern, aber es ist wirklich so. Tja. Dann gehen wir jetzt erstmal zur Weltausstellung und gucken uns die Sache mal an, was wir bekommen haben. Ja, denn das ist ja erstmal so das Wichtigste. 30% weniger Arbeitskräfte. Na, das ist doch schon mal schön. Können wir jetzt schon die Stufe 2 nehmen? Das sollte doch jetzt klappen. Nein, das reicht immer noch nicht. Keine Sorge, wir haben ja jetzt ein paar Stallträger. Wir können ein bisschen was aufsteigen lassen. Ein bisschen. Butz, butz. Mehr haben wir erstmal nicht. Wollen wir den auch noch? Nee, da traue ich mich nicht. Wie ist das jetzt hier? Warte mal. Das kostet, wenn ich da jetzt irgendwie meine, ich müsste da was verändern. Und ich bin Feigling, Feigling. Wir warten erstmal ab. Strategisch, so wie immer. Tja. Ist es trotzdem mehr geworden? Ah, das kriegen wir heute nicht mehr. Lassen wir ihn noch eine Runde durchziehen. Gut, jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich drüben produzieren will. Da bin ich immer noch ein bisschen... Also wir könnten das Messing runternehmen. Das wäre so eine Sache, wo ich echt sage, ja, das macht Sinn. Wir müssten allerdings... Oh, wir haben den hier vergessen. Passiert, Entschuldigung. Wir müssten allerdings dann das ganze Messing... Bist du neugierig? ...auf diese Insel verfrachten. Da haben wir noch Platz. Ja, das ganze Messing hier rüber... ...klatschen. Ist ja kein Problem, ist ja nur eine Sache von wir stellen es rüber und dann kommt das hier an. Hopfen. Wird ja dann... Hopfen wird ja schon gekauft, richtig? Hopfen haben wir ja eigentlich genug da. Das könnten wir jetzt auf 200 legen, damit wir wieder genug Luft haben. So, damit stellen wir die ganze... Glas wird noch produziert. Ja... Liefert jetzt anders. Und zwar nehmen wir jetzt von hier aus das Messing mit. Das Dings. Und, nee, das kann da bleiben. Kohle, bin ich mir noch ganz unsicher, wie viel da übrig bleibt. Hier ist die Insel. Mond irgendwas. Dann laden wir das jetzt hier aus. Das ist genau die Insel, die da liegt. Das ist also vom Prinzip her vollkommen egal, wie wir es einstellen. Der Ball, der fällt ja eh die Runde. Ja, wir lassen es genau so stehen. Wie geht's euch als Schiffe? Ja, sind Verladespezialisten, sind es nicht, sondern auf Masse statt Klasse. Ist okay. Gut, damit stellen wir das jetzt um. Wir brauchen jetzt hier einen Mindestbestand von Kohle, sonst läuft der Laden nicht. Mindestbestand von Kohle. Wo ist die Kohle? Wo ist die Kohle? Wo ist die Kohle? Weil wenn er Kohle hier noch mitnimmt, wäre schön, wenn wir ein bisschen Reserve hier hätten, damit die Nummer funktioniert. Dann kommt jetzt hier alles weg. Das wird jede Menge Material kosten. Wieder nach sich ziehen. Hier weiß ich immer noch nicht, was ich da hinpacke, weil es ein Fünferplatz ist. So, hier kriegen wir leider nicht mehr rein, es sei denn, wir machen das wieder so. Dann können wir nochmal drüber nachdenken, wie wir das hier am besten regeln. Weil wir dann nämlich die hier so beieinander stellen können. Können wir das vielleicht noch irgendwie besser hinkriegen?
Schwierig. Die Party macht es gerade nicht besser. Den will wir schon mal glatt kriegen, das ist schon mal gut. Dann haben wir hier, wir können die ganze Party nach außen legen. Dann würde das hier schon mal so stehen. Der passt hier nicht rein, könnte aber... Dann lassen wir ihn doch so stehen, dann passt das doch. Perfekt, ist doch super. Haben wir hier drin ein bisschen Luft. Lassen wir es erstmal so stehen. Nur die Leute, die im Umkreis stehen, mehr nicht. So, stehst du im Umkreis? Ja, guter Mann. Zack, die Arbeiterschaft muss das hier anleiten. Dann können wir den auch noch anschmeißen. Was kriegen wir eigentlich dafür? Was war noch für eingestellt? Ich glaube Kohle, ne? Nein, da war gar nichts für eingestellt. Fische, genau. Fische. Schon toll, ne? Wenn man so Fische hat. Fehlende Rohstoffe. Ja, ja, wir kriegen hier noch. Wie läuft es eigentlich mit dem Fischbestand? Ja, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Jetzt kriegt er noch mehr Fische. Arbeitskräfte ist okay. Ganz cool bleiben. Ganz lässig. Was wir nicht können, aber... lass ich ihn fahren? Ich müsste... Halt! Sie sind doch gerade fertig mit Handeln, ne? Fahren Sie mal kurz runter und holen Sie mal Stallträger. Was für ein Timing? Heute läuft's. Also vom Timing her. Es wäre noch schön, wenn wir noch irgendwie... Hypnotisierung Co. Dings haben wir jetzt genug. Suchen tue ich speziell eigentlich nichts. Ich hoffe mir, dass mir ein Hypnotiseur vor die Füße fällt oder die Verladetante. Von der haben wir relativ wenig. Ich glaube, da sind noch zwei im Lager, aber das war's. Ja, siehst du, nochmal ein Hypnotiseur, den können wir gebrauchen. Die Verladetante, dann nehmen wir noch den nochmal mit. Naja, los, komm. Den Glaser, hatten wir den Glaser? Ich bin mir nicht sicher. Nehmen wir mit, fahren wir nach Hause. Haben wir da. Und wir da haben, die vergammeln ja zum Glück nicht. So, du stehst immer noch hier. Kannst du rüberfahren. Lass uns mal die Ressourcen da. Dann können wir uns noch gut überlegen, was wir damit anfangen mit dem ganzen Verein hier. So, die drei Minen laufen. Wir könnten das Messing auch hier herstellen. Problem wäre es mit der Kohle. Ja. Hier ist die Maschine dafür drin. Hier können wir noch einen Hypnotiseur reinpacken. Dann kriegen wir hier noch mehr. Die Frage ist, ob das alles reicht mit der Kohle. Wenn wir die Maschine hier rüberstellen, kriegen wir noch mehr Kohle raus. Das tauschen wir, genau. Das tauschen wir. Ich will diese Maschine da drüben haben. Ich nehme mal so einen Hypnotiseur mit, tauschen den aus und dann wird das schon was werden. Hier, Holz haben wir ja genug, ne? Ja, hier. Pack dich mal voll Holz. Bring mal alles rüber. Ja, wir müssen hier echt aufs Geld achten und dürfen jetzt hier keine großartigen Fehler mehr machen.